Hallo, liebe Kinder, heute geht es um Wärmetransport. Und zwar möchte ich als erste Möglichkeit des Wärmetransports die Wärmeleitung erklären. Dazu müssen wir uns noch mal eben erinnern. Wir haben ja gelernt, gemäß Teilchenmodell, alle Stoffe bestehen aus Teilchen, die wir uns als Kugeln vorstellen, die von einem und demselben Stoff ja alle gleich groß und gleich schwer sind. Wir erinnern uns. So, und wenn wir uns jetzt vorstellen, die Wärmeleitung, die funktioniert so. Ich sage jetzt mal, wenn dieses Teilchen plötzlich warm wird, warum auch immer, Feuerzeug, Bunsenbrenner, warum auch immer, dieses Teilchen wird warm, weil da Wärme dran kommt, dann gibt es einen Teil dieser Wärme weiter an das nächste Teilchen. Und auch dieses Teilchen behält nicht die ganze Wärme für sich, sondern gibt es wieder weiter an das nächste Teilchen. Die Wärme verteilt sich sozusagen von Teilchen zu Teilchen. Es wird immer ein Stück weitergegeben. Nun ist es so, dass aber nicht alle Stoffe die Wärme gleich gut weiterleiten können. Einige Stoffe leiten die Wärme sehr schnell weiter, von Teilchen zu Teilchen. Andere brauchen dafür länger Zeit. So, und heute möchte ich mit euch untersuchen, welche Stoffe die Wärme schnell weiterleiten können und welche Stoffe die Wärme nicht so schnell weiterleiten können. Wir untersuchen dabei folgende Stoffe. Hier ist ein Röhrchen aus Keramik, das werden wir untersuchen. Dann haben wir einen Kupferstab, den werden wir untersuchen. Dann haben wir hier so ein transparentes Kunststoffteil, das werden wir untersuchen. Hier ist ein kleines Stäbchen aus Holz. Dann haben wir ein Stäbchen aus Aluminium, ein Stäbchen aus Glas und zu guter Letzt ein Stäbchen aus Stoff. Wie werde ich das untersuchen? In dieses Becherglas kommt gleich sehr heißes Wasser. Das habe ich bereits mit dem Wasserkocher vorbereitet. Die Stäbchen, die werde ich alle hier in diese Pappe mit den Löchern einfädeln und über das Becherglas geben, so dass das eine Ende der Stäbchen in das Wasser ragt und das andere über der Pappe hinausragt. So, und nach einer Weile werde ich einfach oben fühlen. Ihr müsst mir dann einfach glauben, dass es so ist, wie ich euch das sage, ob sich die Stoffe oberhalb der Pappe schon erwärmt haben oder noch nicht. So, ich gebe nun das heiße Wasser in das Becherglas. Die Materialien habe ich inzwischen alle hier aufgefädelt. Unten ragen sie dann gleich alle gleich weit in das warme Wasser. So, jetzt heißt es ein bisschen warten. Also, was man jetzt schon klar merkt, während alle anderen Teile noch im Prinzip keine Wärmeveränderung aufweisen, ist der Kupferstab hier schon unglaublich heiß. Also hier kann man schon kaum noch dran fassen. So, auch der Aluminiumstab wird heiß. So, jetzt ist schon eine ganze Weile vergangen. Der Aluminiumstab und der Kupferstab sind schon sehr heiß, wobei der Kupferstab deutlich heißer ist als der Aluminiumstab. Kunststoffstab merkt man nichts, an dem Keramikstab auch nicht, an dem Faden merkt man nichts, an dem Holz auch nicht. Das Glas hat sich vielleicht ein bisschen aufgewärmt. So, dann möchte ich noch ein letztes Mal testen. Kupfer ist heiß, Aluminium auch. Kunststoff, da merkt man nicht so eine Veränderung, Keramik ist kühl. Holz auch, an dem Faden hat sich auch nichts getan, an dem Glas vielleicht minimal. Also, was wir ganz klar sagen können, ist, die Metalle, die hier enthalten sind, also Aluminium und Kupfer, sind gute Wärmeleiter, wobei Kupfer die Wärme deutlich besser leitet als Aluminium. Alle anderen Materialien hier, also Stoff, Kunststoff, Keramik, Glas vielleicht ein bisschen, und Holz aber sind kein guter Wärmeleiter.